Macht es nicht. Wir werden heute was machen, was komplett bescheuert ist. Aber hey, ich mach's für euch. Wir wollen ja wissen, was es, ja, was man so ziehen kann aus Eevee Heroes. Und wir haben hier nochmal zwei Displays. Einmal verkehrt herum, einmal richtig herum. Zwei Displays. Aber es wird heute ein bisschen anders sein. Ich habe mich entschieden, dass wir heute die Displays abwiegen werden. Wir werden die Heavy Packs rausziehen und die Lightweight Packs, die werde ich dann verkaufen. Ich weiß noch nicht wie. Ich habe noch nie Packs verkauft. Ob ich jetzt auf Cardmarket die verkaufen werde oder in Discords. Wir werden sehen. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst mich wissen. Preis, weiß ich jetzt auch noch nicht. Wahrscheinlich so 1,50 € pro Lightweight Booster oder irgendwie so. Weil es ist ja kein Nit mehr drin. Trotzdem sind es ja immer noch schöne Karten. Mit den Holos zumindest. Und auch die Regulars sind ja ganz cool. Und 1,50 für einen Booster für einen Lightweight. Ist, glaube ich, okay. Ist fair. Wir gehen rein. Ich hole nochmal alles raus hier. Wir haben auch die schöne Mikrogramm-Waage hier mit dabei. Display Nummer 9 und Nummer 10. Wir gehen mal ganz entspannt ins erste Display rein. Wir wiegen die nacheinander ab und ich werde da natürlich jetzt auch ein bisschen schnell machen. So, 9,98 ist erstmal die Referenz. 10,1 ist schon mal definitiv schwerer. Wir machen rechts die Heavy Packs, links machen wir die Light Packs. Ich habe fast das Gefühl, dass ich habe die Klimaanlage an, dass die Luftverwirbelung vielleicht wirklich hier für Probleme sorgen könnte. Jetzt ist die Klima aus. Und siehe da. Ja, eindeutig, es wird ruhiger. Es wird ruhiger. Okay. So, das erste Display ist durchgewogen. Wir haben jetzt doch relativ viel auf der rechten Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das ist mehr als die Hälfte. Ich werde nochmal eine Runde durchwiegen, jetzt ohne Klimaanlage. Mache jetzt aber im Schnelldurchlauf. So Leute, wir haben ein Ergebnis, mit dem können wir arbeiten. Wir haben erstmal hier ganz viele Packs, die sind eindeutig unter 10,0 x-Gramm. 13, das ist schon mal 13, die meiner Meinung nach schon mal weg sind. Na, die gehen ziemlich sicher in den Verkauf. Dann haben wir hier diese Packs, die sind bei 10,13 ungefähr. Würde ich jetzt mal vermuten, Holos. Mir wurde gesagt, Holos sind auch Heavy Packs. Aber jetzt haben wir hier, das sind alle über, das sind alle über 10,15. 8. Das passt von der Anzahl her fast. Und dann haben wir noch unsere zwei wirklichen Heavy Packs. Ne, drei. Einmal 10,17. Ja, sogar fast 10,2. 10,19, 18. Also ein bisschen schwankt es immer, aber ihr seht, ich darf auch gar nicht atmen. 10,2. Und 10,22. Also das sind die drei, mit denen wir anfangen werden. So, und ich würde sagen, wir gehen rein in diese drei Packs. Das sind die drei Heavy Packs. Wenn wir daraus zwei SR ziehen sollten, beziehungsweise eine SR, eine Hyper Rare und eine Ultra Rare, dann würde ich fast sagen, also wenn wir zwei ziehen, wirklich, dann lassen wir die zu. Weil dann würde ich auch die als, ich sage jetzt mal, Midway Packs, wie auch immer, das sind die V-Karten drin, das sind die V-Max-Karten drin, würde ich dann auch verkaufen. Weil ich habe die alle, ich brauche sie nicht mehr. So, und wir gehen rein in das erste Booster. Ich bin super gespannt. Wir machen genau das gleiche auch wieder mit dem anderen Display. So, zum Glück kann ich die Klimaanlage jetzt auch wieder anmachen. Und ich mache das Booster jetzt, ich muss jetzt vorsichtig sein, weil eigentlich wissen wir, dass hier ein Hit drin ist. Ich muss jetzt hier, das geht echt schwer auf. Es geht super schwer auf gerade. Gutes Zeichen hoffentlich. Wow, warte mal. Ich will jetzt echt vorsichtig sein, wir wissen ja. Es ist hier was drin, also das ist klar. Das wissen wir jetzt. Deswegen, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet. Ich finde, es ist ein recht interessantes Experiment. Sollte man vielleicht öfters machen. Und am Ende des Tages spart es natürlich Geld, weil wenn ich die anderen Displays, Booster alle verkaufe für einen kleinen Taler, für einen schmalen Taler, dann kommt wenigstens noch ein bisschen Geld mit raus. So, erstes Heavy Pack, Leute. Eigentlich muss was drin sein. Wir gehen rein. Wir haben einen Barshwa. Wir haben einen, ich glaube, Cortini auf Englisch. Bin mir nicht ganz sicher. Ein Elektroball. Okay, ist eine V-Karte. Okay, Heavy Pack 10,2 ist eine V-Karte. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aquana. Okay, also es kann sich durchaus ein bisschen ändern. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, aber es ist ja ein Experiment. So, wir bleiben im Zoom-Modus und wir gehen rein. Es sind die schweren, kann jetzt natürlich auch dreimal V-Karten sein. Dann ist es so. Ist der SR drin oder ist es wie eine V-Karte? Nein, das ist eine Holo. Oha, oha. Also bis jetzt würde ich sagen, gar nichts. Okay, ist es denn überhaupt wiegbar? Das ist jetzt die Frage. Ist das Set denn überhaupt wiegbar? Sumpex Holo. Okay. So, ich habe jetzt gerade ein bisschen Schiss, dass die nächste 10,2er auch einfach nur eine Holo-Karte ist. Pack Nummer 3. Wieder ein Holo. Wow, ich glaube es ja nicht. Ein Zoroark in Holo. Okay,
Das ist aber definitiv nicht, womit ich gerettet hätte. So, das waren die ersten drei. Das waren die Heavy Packs, Leute. Ihr habt es gesehen. Wir machen mit dem Next weiter. Wir arbeiten uns von schwer zu leicht runter. Ich hoffe, wir müssen leicht nicht angreifen. Es würde mich sehr wundern. Aber wir werden sehen. Pack Nummer 4. Okay, da, ich glaube, da ist was. So, wir gehen rein. Schönes Pam-Pam. Und ich meine, ne, ist wieder ein Holo. Anti-Holo. Weißt nicht, was drin ist. So, hier haben wir wieder eine V-Karte, eine Psyana. Ich hätte ja gedacht, wir machen jetzt hier 8 Packs auf. Das ist gut, dann haben wir die ganzen Vs, die ganzen V-Maxen und halt die SR. Und dann ist Feierabend. Ist aber aktuell nicht so. So, von daher, schauen wir mal. Ich hoffe, wir müssen nicht das ganze Display ziehen. Jetzt haben wir sogar nichts drin. Wir haben sogar eine Niete drin. Vielleicht sollte ich nochmal eine Kontrollwiegung machen, aber habe ich eigentlich gemacht. Da haben wir eine V-Karte, eine Blitzer. Heißt, schwerste Packs, da ist auch was drin, oder nicht? Und anscheinend heißt es ja, sieht es nicht so aus. So, Flunkiefer und, ja, okay, jetzt ist es. Da haben wir die Trainerkarte. Es ist die Secret Rare. Und zwar haben wir die Aroma Lady. Okay, die haben wir gestern gezogen im Stream. Aber es wirkt. Also die Heavy Packs sind es nicht unbedingt. Wie gesagt, wir machen jetzt die drei noch auf. Die anderen lasse ich. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier nicht noch eine Secret Rare drin sein kann. So, wir machen mal ein bisschen Flutter. Elektroball. Und da haben wir Nachthara V. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wir verkaufen nur Lightweights. Und wir haben noch ein Filinara V-Max. Ja, wie fast erwartet. Es muss jetzt eigentlich die V-Max drin sein. Und ich tippe auf Nachthara. 3, 2, 1. Nee, es ist Eldegoss. Ich werde jetzt nicht weitermachen. Wir haben 19 Booster hier, die wir nicht öffnen werden. Ja? Da wird noch eine V-Max drin sein. Und da wird meiner Meinung nach auch noch eine V drin sein. Weil normalerweise habe ich immer 4 V-Karten gezogen. Wir haben jetzt 3 mit Nachthara, Blitzer und Psyana. Genau. Und wir haben eine V-Max. Normalerweise waren es immer 2 V-Maxen. Aber wir haben die Secret Rare uns rausgeholt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die vorher aufgetaucht wäre. Und ziemlich sicher, muss ich sagen, wird da nicht noch eine HR oder UR drin sein. Wenn es so ist, dann ist es so. GG an denjenigen, der es dann kaufen wird. Aber ich gehe davon aus, nein. So, was haben wir daraus gelernt? Wir haben daraus gelernt, es ist abwegbar, definitiv. Wir haben aus den schweren Boostern, muss ich aber sagen, auch Holos rausgezogen. Wir fangen mal von hinten an. Wir haben Eldegoss Holo, wir haben Sumpex Holo, ich glaube, wir haben noch Zoroark und wir haben auch noch Anti Holo. Also, wir haben aus den Heavier Packs, aus den Heavy Packs, aus den schwersten Packs und auch aus den fast schwersten 4 Holos rausgezogen. Ne? Also, Freunde, ja, man kann sie komplett rauswiegen. Dann haben wir die V-Karten. Wir haben übrigens doch 4 gerade nachgezählt. Wir haben die Aquana, Psyana, wir haben Blitzer und wir haben Nachthara. 4 wunderschöne V-Karten, waren bis jetzt auch immer 4 dabei. Und wir haben eine V-Max-Karte mit Filinara. Es sind normalerweise immer 2 V-Max-Karten drin. Das heißt, in den Lightpacks wird noch irgendwo eine V-Packs schlummern. V-Packs, V-Max. Und last but not least, SR Aroma Lady. Sehr schöne Karte, wunderbar. Natürlich jetzt nicht die Turmkarte, die wir ja jagen. Aber wie gesagt, es war jetzt, ich finde, es ist ein interessantes Ergebnis. War jetzt nicht so krass, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich hätte jetzt wirklich keine Holos erwartet. Aber ich würde sagen, fürs erste Display hat es auf jeden Fall funktioniert. Lasst mich mal wissen, wie ihr es findet. Wir gehen also auf jeden Fall in das zweite Display rein. Und wir machen das gleich wieder. Diesmal ein bisschen schneller, weil ich muss die Klimaanlage erschalten. Display 2 ist abgewogen. Diesmal ist es ein bisschen anders. Wir haben 9, wo ich wirklich sage, die sind leicht. Die sind bei 10,1. Wir haben 13 bis jetzt bei 10,13 in etwa. Wir haben sehr viele schwere. Das heißt, da könnten einige Holos dabei sein mit der Erfahrung von dem ersten. 17 Heavy Packs. Ich werde auch jetzt hier nochmal wiegen und nochmal differenzieren. So, Endergebnis ist, wir haben 7 im Bereich 1,17, 1,19. Und wir haben 10, die über 10,2 Gramm wiegen. Wenn es so ist wie das andere Display, dann habe ich die Vermutung, dass die Hitkarten hier drin sind. Bei den 10,15 bis 10,17. Ich werde jetzt Folgendes machen. Wir werden im Zweifel wahrscheinlich die hier alle aufmachen müssen. Ich werde mal wechseln. Einmal hier die Heavy Packs. Und wir fangen bei den 10, 17 an. Ich bin gespannt. Ich habe fast die Vermutung, dass die Holokarten die schwersten sind. Wir werden es gleich sehen. 1, 2 und... Na, da haben wir eine Holokarte. Echt interessant. Es ist halt... Es ist echt schwer abzuwiegen, würde ich dann sagen. Insgesamt. Und hier haben... Wir haben hier was. Wir haben... Okay, wir haben die Secret... Ah, ich sehe schon, was es ist. Ich glaube, das ist die Psyana. Yep. Psyana, leider ein drittes Mal. Es ist, wie es ist. Aber sie war diesmal in einem Heavy Pack drin.
Und es liegt auch an der Struktur, Leute. Es liegt definitiv an der Struktur. Sehr, sehr, sehr geile Karte. Man kann es abwägen. Also zumindest, was die Full Hearts angeht. Die Full Hearts scheinen mit die schwersten Karten zu sein. Die Frage ist jetzt natürlich, ziehen wir noch einen zweiten Hit oder nicht? Es kann eine HR drin sein, was ja die Nacht Tara sein kann. Von daher, wir machen weiter. Wir machen weiter. Im Zweifel machen wir beide Stapel hier auf. Was auch heißt, das ist Experiment. Es ist nicht gescheitert, aber es ist zumindest nicht so eindeutig, wie ich es mir eigentlich vor dem Video erwartet habe. Muss ich ganz klar sagen. Und hier haben wir die Blitzer-V. Die Psyana Full Art jetzt natürlich, ist jetzt schon die dritte, die ich habe. Und wir gehen wieder in ein Middle-Heavy-Pack rein, sage ich jetzt mal. Ah, da haben wir die. Okay, Holo im Middle-Heavy-Pack. So. Guck mal, und hier sehe ich eine V-Max. Hier haben wir eine V-Max Glaceola. Okay, das läuft. Ich bin mal gespannt. Wir werden wahrscheinlich hier noch ein oder zwei Holos rausziehen. Kann auch passieren. Eins, zwei, drei. Und die nächste V-Max. Na, jetzt läuft's, jetzt läuft's. Da sind zumindest jetzt, ne, eine V, zwei V-Max. Die Psyana. Wahrscheinlich holen wir jetzt die ganzen Vs und V-Maxen raus. Ja, das ist die nächste V. Sehr schön. Auch wenn ich eine leichte Befürchtung habe, dass du noch ein krasser. Oh, okay, okay. Nee, das ist eine Holo, das ist eine Holo. Boah, ich dachte, ich wurde gerade ein bisschen. Okay, Sumpex schon wieder. Sumpex scheint eine schwere Karte zu sein. Der war vorhin schon drin. Ich denke, ich bin bei Eevee Heroes mit meinem Latein am Ende. Die Nacht Tara, die will einfach nicht kommen. Hier haben wir nochmal Fidinara in V. Eine V müsste noch kommen. Wir haben jetzt drei Vs und wahrscheinlich dann noch drei Holos. Das ist jetzt. Zwei Holos. Da ist die eine. Kann es natürlich auch sein, dass wir nochmal zwei Holos ziehen. Weiß man nie. Ja, das ist Flamara V. So, das war jetzt die vierte V-Karte. Last Pack Magic, Leute. Last Pack Magic. Wir gehen rein und wir hören auf mit einem Fully Pupper. 5V sogar. Oha, das ist selten. So, was haben wir die aufmachen? Das sind 5 Stück. Ich würde sagen, dass hier eigentlich nichts mehr drin ist. Wir machen ein Experiment. Wir wollen ein klares Ergebnis. Und Geld habe ich jetzt mit Eevee Heroes eh schon mehr als genug verbrannt. Macht es ja eigentlich nach. Deswegen mache ich ja das für euch, damit ihr schauen könnt, ob ihr es abwiegen solltet oder nicht. Wir machen jetzt mal die 5 machen wir noch auf. Mit der allerhöchsten Wahrscheinlichkeit, dass hier einfach nichts mehr drin ist. Und wir machen das jetzt schnell. Wir gehen direkt rein. Genau, hier haben wir die erste Holo. Siren, hier noch nicht mal ein Hit. Hier haben wir nochmal eine Holo. Jetzt holen wir hier wahrscheinlich nochmal eine Holo. Genau, hier haben wir noch eine Holo Raichu raus. Wir hätten die wahrscheinlich auch nicht mehr aufmachen müssen, sollen. Aber, und hier auch nochmal ein Non-Holo. So, von daher, fürs Experiment will ich jetzt mal sagen, wir haben es bewusst geöffnet mit dem Risiko, dass da wahrscheinlich nichts mehr drin sein wird. Von daher hatten wir recht. Wir hätten nach 11 Boostern aufhören können. Nach 11 Boostern im zweiten Display hätte es so ausgesehen. Wir haben die SR-Karte gezogen. Wir haben die zwei VMAX-Karten gezogen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 V-Karten gezogen. Und dann auch nochmal die drei Holos hier. Von daher würde ich sagen, ja, abbiegen. Auf jeden Fall möglich. Kann man machen, wenn man sagt, ja, die Lightweight Booster verkauft man dann für einen schmalen Euro. Hat Spaß gemacht. Das Set macht Spaß, definitiv. Das Set macht deutlich mehr Spaß als Evolving Skies, aka Drachenhandel. Für mich muss ich sagen, die Hitrate ist einfach halt gegeben. Natürlich ist es ein bisschen unglücklich, wenn man dann nochmal Hitkarten doppelt zieht. Das Experiment, würde ich sagen, ist geglückt. Es ist auf jeden Fall möglich, Eevee Heroes durchzuwiegen. Wie gesagt, jetzt im zweiten Display was eindeutiger, würde ich sagen. Lass mich in den Kommentaren mal wissen, habt ihr schon mal was durchgewogen oder nicht. Ich bin raus, bis zum nächsten Video und ciao.